Ja, war für diese Folge angesagt und genau das mache ich jetzt auch. Also, hier. Wir hatten schon ein paar von den Dreiern gebaut. Will ich das hier überhaupt haben? Ja, hier kommt noch einigermaßen Öl raus. Also wenn ich hier jetzt Dreier hinbab statt Zweier, sind die noch schneller leer. Yay! So, so, so. Und alles mit den da. Oh. Die, ja, sie haben definitiv, also sie sind von sich aus schneller und sie haben dann noch mehr Platz für Module. Wir sind momentan bei Speed plus 200%. Die hatten Speed 150%. Allerdings 150% von Mining Power 3 und Mining Speed 1,5. Und hier sind es 200% auf Mining Power 4 und Speed 2. Also es sollte einigermaßen Schub geben. Ist der nächste schon fertig? Nee, die dauern echt eine Weile. Gut, dann nutze ich die Zeit mal, um... Strom ist okay. Nutze ich die Zeit mal, um mehr Speed-Module zu holen. Da, auch wenn das Ding inzwischen gar nicht mehr hinterherkommt. Ja? Du mal Speed-Module in die Speed-Module-Produktion. Vor allem, wenn wir hier mit den Vierer-Speed-Modulen demnächst anfangen, die ich noch nicht erforscht habe, oder? Ah, doch, habe ich. Wenn wir damit anfangen, dann werden die überhaupt nicht mehr hinterherkommen. Wobei, die hier sind alle voll, ne? Boah, aber das sind noch Zweierfabriken. Okay, gar nicht. Was? Achso, ich kann nicht überschreiben, weil da schon was drin ist. Das finde ich echt komisch. Weil bei manchen anderen Fabriken geht das. Sei es drum. Also, das Ding würde ich jetzt ganz gerne noch einstellen, bevor ich mich wieder dem Öl widme. Wobei ich auch hier... Hä? Ja. Wobei ich währenddessen noch weiter die Pumpjacks herstellen sollte. So, so, so. Rein, raus. Du brauchst Stahl, rote Chips und Vorgänger. Rote Chips. Stahl. Und Vorgängermodell wäre dann das Dreier. Die ich beschränken auf einen Stack. Und machen wir mal 1, 2, 3 davon. Ich sollte mit denen nicht so großzügig umgehen, weil die verbrauchen noch viel, viel mehr Strom. Ja, mach einfach nur Effektivitätsmodule. Ist okay. Die Pumpjacks sollte ich jetzt möglichst schnell setzen. Da. Hier noch einen hin. Und du da. Und hier unten hatte ich auch nur die Hälfte von denen. Ja, nicht mal. So. Kommen die Rohre hinterher? Ja, das irritiert mich echt ein bisschen bei dieser Ditec-Version. Von der letzten Version war das so extrem schwierig mit Rohren und Pumpen und den Druck aufrechterhalten und was weiß ich. Und davon haben wir hier gar nichts. Also das einzige, der einzige Grund, warum ich die besseren Rohre benutze, sind die Untergrundrohre, damit ich weitere Strecken zurücklegen kann. Aber sonst ist alles ziemlich komisch. Du raus. Von diesem Radius, die Dinger haben sollen, sehe ich übrigens gar nichts. Also wenn man hier drüber geht, steht ja Mining Area 2x2. Da steht Mining Area 3x3. Achso, das Ding ist selber nur 3x3, ne? Okay. Das heißt, die späteren, die dann 5x5 haben, hätten dann zwei Felder in jede Richtung um sich rum, wo sie auch Ölfelder abbauen könnten. Muss ich mal gucken. So, so. Und dann werde ich jetzt immer zwischendurch neue davon bauen, bis ich irgendwann alle auf 3 habe und alle mit Superspeed-Modulen. Dann muss das doch irgendwann mal klappen. Keine Kohle? Ernsthaft? Achso, da kommt gerade ein Roboter angeflogen. Zeit mal kurz. Oh ja, ich sehe keine Kohle mehr im System. Da oben, da unten und da. Also wir haben definitiv Drills, die Kohle abbauen. Das weiß ich. Aber die sind wohl nicht schnell genug. Ja, MK0 ist definitiv nicht schnell genug.
Setz dich mal dahin und gib mal hier ein bisschen Gas. Dann sollte das auch hinhauen. Jupp. Also, Kohle ist okay. Öl müsste eigentlich verdammt nochmal inzwischen auch okay sein. Aber da, ne, jetzt 5 bessere Pumpjacks rangebappt haben und die unteren überhaupt angeschlossen und so weiter, das ist, ich gehe jetzt davon aus, dass sie okay sind. Stahl. Sehe ich immer noch keins. Okay, also nächstes Ziel. Stahlproduktion. Mach bitte tolle Schmelzöfen. Weil die hier sind alle noch MK1. Sie haben die MK2 Speedmodule drin. Das könnte ich theoretisch alles auf MK3 bringen. Aber ich hatte hier irgendwo ein tolles Muster gehabt. Also Modulmuster quasi. Was war, glaube ich, auch nur für die MK3-Furnace. Ist alles ein bisschen unübersichtlich. Hm. Oh, Kisten. Oh. Krass. Ah ja, das ist wieder diese Robotergeschichte. Die schnappen sich das immer von hier oben. Deswegen sind die zuerst leer und die unteren sind dicht. Das heißt, eigentlich müsste ich alle Kisten hier ersetzen zu lila Kisten. Also die roten. Damit die Rohstoffe immer abtransportiert werden und wir nicht Leerlauf haben. Wobei das ja nicht so häufig vorkommt, ja. Hm. Ja, momentan nicht wirklich ein Problem. Eventuell später, das müssen wir gucken. Warum bist du nicht toll? Du müsstest eigentlich unsere Sonderschmelze sein. Hä? Achso, du bist jetzt so schnell, dass wir keine besonderen Metallerz mehr im System haben? Das glaube ich nicht. Aber ich sehe keine mehr. Krass. Okay. Dafür haben wir 9500 Kobalt, 2000 Gold, sogar 380 Blei. Schick, schick, schick. Also ja, es macht einen riesen Unterschied mit den richtigen Schmelzöfen. Apropos richtige Schmelzöfen. Da. Zack und zack. So, du bekommst jetzt mal 1, 2 davon und 2 davon. Ich guck mal, ob das so einigermaßen hinhaut. Wobei, Strom ist gerade okay, ne? Ah, Strom ist okay. Das ist immer so ein Balanceakt. Das ist mir eigentlich viel zu friemelig. Aber ich werde nicht drum rumkommen, selbst wenn ich später einen riesigen Park habe. Also wenn ich wirklich, ne, die ganze Fläche hier nur mit Solarpanels ausstaffiere, werde ich nicht hinterherkommen mit dem Strom, wenn ich überall MK8 Speedmodule reinpacke. Das wird nicht hinhauen. Bin ich mir relativ sicher. So, aber du bist jetzt schneller, ne? Crafting Speed 8? Crafting, ja, definitiv, okay. Also selbst wenn wir hier grüne reinhauen, das ist immer noch schneller als das da. Aber es sind sehr, sehr viele Schmelzen, die zu MK3 eigentlich gemacht werden müssten. Das heißt, ich mache jetzt das, was ich eigentlich auch schon vorgehabt hatte, oder zumindest erwähnt hatte, in einer der letzten Folgen, nämlich Schmelzöfen automatisieren. Ja. Was ich sogar schon gemacht habe. Gut, da war der Gyrogon in der Vergangenheit wieder schneller. Aber es sieht nicht so wirklich gut aus gerade hier. Es fehlen Item-Exits. Hier sind Item-Exits. Was? Ach so, du brauchst kein... Ah, falsch. So. Ja, viel besser. Gut, 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 gut. Also das funktioniert hier soweit. Du brauchst Electric Furnace MK1, du hast kein Tin. Das ist verständlich. Tin und Blei ist echt das, was wir am meisten brauchen. Du kannst mal mit. Du auch. Ich mache nochmal einen kleinen Abstecher nach hier oben. Und eigentlich würde ich ganz gerne den 6er Drill entführen. Aber ich denke, das wird in absehbarer Zukunft nicht klappen. Wow. Was ist denn hier passiert? Okay. Ist ganz schön viel leer gefuttert worden.
Das mache ich jetzt am besten wie? Okay, ich mache am besten hier einen Knick. So. Und dann habe ich hier ein paar Drills hin. Die überlappen sich dann zwar mit dem, aber das ist dann halt so. Flop. Kriegst mal ein, zwei Speed-Module und das da. Dadurch müsste die linke Seite durchgehend voll sein. Auf der rechten Seite werde ich es nicht so schnell hinbekommen, denke ich. Ja, doch, ist okay. Gut. Piu, piu, piu. Boah, das ist eine geile Reichweite. So, weg mit dir, weg mit dir. Ja, den werde ich hier nicht wegbekommen. Der wird so lange hier sein, bis die, wie die Basis hier ist. Ich könnte ihn allerdings ersetzen durch zwei Dreier. Da muss ich aber viel mehr rumfriemeln. Ich könnte einfach versuchen, noch einen Sechser zu bauen. Die sind so schweineteuer. Guckt euch das mal an. 1800 blaue Chips. 726 Blei. Ja, trotzdem spricht nichts dagegen, wenn ich ein paar Vierer-Drills baue. Einfach damit ich mehr von den guten Drills habe. Weil die Idee war eigentlich, dass ich jetzt irgendwo eine schöne Stelle... Hallo? Eine schöne Stelle suche, um Tin und Blei zu bekommen und da den Sechser-Drill hinbab. Ich habe keine Ahnung, warum ich hier oben jetzt gerade rumturne, aber wo ich schon mal hier bin. Nächste Stufe. Das war das schweineteure Ding. Aber wir brauchen nicht so viele Pumpjacks, also ich denke, ich hole den mal. In der Hoffnung, dass wir dann wirklich das Ölproblem irgendwann beseitigen können. Ja, genau. Und ich habe keine Ahnung, warum ich hier rumgelaufen bin, aber ich mache das Ding jetzt tot. Ein bisschen die einheimische Bevölkerung zurechtstutzen kann nicht schaden. Spawner sind kaputt. Artefakt, Artefakt, Artefakt. Ah, da kündige ich gleich zur Basis. Und den kleinen Kram würde ich ganz gerne loswerden, damit ich meine Schilder einfach noch regenerieren kann und hier das einsacken. Gut. Lololo. Silber? Kristall. Hm. Oh. Oh, du bist putzig. Oh. Ja, 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 das sind viele. Okay, einen Spawner habe ich kaputt bekommen. Zwei. Drei. Wo habe ich am meisten Ding... Oh. Letzte Kapsel. Wo habe ich am meisten von den... Wo habe ich am meisten Topaz-Türme? Weil hier oben aus dem Außenposten waren es nicht so wirklich viele. Erstmal weglaufen. So, und dich töten, weil ich will deinen Körper. Habe ich, glaube ich, eingesagt. Gut. Mit. Da unten ist immer noch das Problem mit Missing Construction Bots. Die wollte ich eigentlich... Oh, was ein Zufall. So, mach mal. Jungs. Ja, da seid ihr. Kommt der Rest. Alles machbar, alles okay, bis die Könige kommen. Crunch, 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 crunch. Wo bleiben die Könige? Da kommt die restliche Welle. Nicht meine schönen Türme angreifen. Nicht meine schönen Türme angreifen. Warum willst du mir Holz... Die Roboter sind recht komisch. Mit einem riesen Frontalangriff kommen die an und sagen, hey, du hast nicht genug Holz. Hier, nimm. Und fliegen dann in der Gegend rum, weil wahrscheinlich wieder keine gelbe Kiste da ist. Oh oh. War vielleicht doch ein bisschen viel. Da geht schön viel Money drauf. Wir hatten vor kurzem noch 32, ne? Da war, glaube ich, was. Na, ah, 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 ah.
Ja, das ist nicht gut.